Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ich wollte ja normalerweise The Walking Dead Season 2 machen, aber das Spiel ist mir jedes Mal abgestürzt, deswegen gibt es jetzt ein Ersatz-Let's Play dafür. Und zwar ist es DC Universe vs. Mortal Kombat. Oder Mortal Kombat vs. DC Universe, dementsprechend wie man es nennen möchte. Ja, wir gehen auch direkt in den Story-Modus hinein. Choose your side. Ja, jetzt können wir auswählen zwischen Mortal Kombat oder DC. Aber da ich ja ein Mortal Kombat Fan bin, nehme ich die Mortal Kombat Seite. Die Reiche sind in ständigem Fluss. Shao Kahns Niederlage hätte uns die Rettung vor der drohenden Verschmelzung des Earthrealms mit der Outworld bringen sollen. Stattdessen begann ein neuer Kampf um die Unabhängigkeit. Shinnok wird wenig erfreut sein, dass du Earthrealm nicht erobert hast. Hüte deine Zunge, Hexenmeister! Raiden! Deine Invasion ins Earthrealm verstieß gegen die Regeln des Mortal Kombat, Shao Kahn. Deine takatanische Horde wurde von den Kriegern des Lichts geschlagen. Selbst deine Verbündeten laufen dir davon. Quan Chi, Verräter! Was habt ihr getan? Earthrealm wird sich der Dunkelheit nie ergeben, Quan Chi. Jetzt sollen die ältesten Götter über dich richten. Erst Kapitel, Liu Kang. Gut pariert, Liu Kang. Gut warst eigentlich du. Ich habe nur deine eigene Kraft auf dich zurückgelenkt. Und ich habe dein Chi gespürt. Ich wusste, du bist da. Ich sollte die Fähigkeiten des Weißen Lotus nicht unterschätzen. Ich bin überrascht, dich so bald nach Shao Kahns Niederlage zu sehen. Ich bin gekommen, weil ich einem beunruhigenden Rätsel auf der Spur bin. Viele unserer Leute sind verschwunden. Einfach so, spurlos. Wenn wir weiter solche Verluste erleiden, gewinnen wir Edenia nie zurück. Auch viele vom Weißen Lotus sind verschwunden. Bei den Göttern. Was glaubst du, wer steckt dahinter? Shao Kahn ist geschlagen. Von Quan Chi heißt es, die ältesten Götter hielten ihn gefangen. Bleiben nur zwei Fraktionen, die kühn genug wären, ihren Platz einzunehmen. Die Lin Kuei und der Schwarze Drache. Genau. Wir müssen herausfinden, ob sie dahinter stecken. Sie sind aus deinem Reich. Also brauche ich deine Hilfe. Du wirst mehr brauchen als nur meine Hilfe. Wende dich an Sonya Blade. Sie weiß mehr über den Schwarzen Drachen als ich. Ich kümmere mich um Sub-Zero. Schnee. Um diese Jahreszeit? Wenn mich mein Gefühl nicht trügt? Kitana, hast du mit Sonya Blade gesprochen? Ja, anscheinend verfolgen sie Kano schon seit einer Woche. Das überrascht mich nicht. Sie meldet sich später bei dir. Ich muss zurück in die Outworld. Hast du Sub-Zero gefunden? Noch nicht, aber ich fühle, ich bin nah dran. Näher, als du denkst! Ja. Round one. Fight! Was? Oh! Nein, 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 nein. Ach. Ja, ein bisschen Schaden hast du mir angerichtet. Haha.
Ja, diesen Move, den hier hat er ja früher als Vitality gehabt im ersten Mortal Kombat. Bam! Das war der Rage-Modus. Den kann man einsetzen, da bekommt man mehr Power bei den Schlägen. Wow! Hab ich auch nicht mehr gedacht, dass man den... Ah! Dieses Element gab es in DC Universe zum Beispiel auch noch. Also, in Mortal Kombat vs. DC Universe. Wow, jetzt muss ich aufpassen. Nämlich jetzt tut er nämlich auch keinen Schaden einstecken währenddessen. Das ist kein interessantes Gameplay, wie man merkt. Aber naja, es hat geklappt. Ist das also die Art der sogenannten Krieger des Lichts, ihre Feinde zu vernichten? Ihr wart es, der mich angegriffen hat, Ninja. Viele unserer Krieger sind verschwunden und jetzt weiß ich, wer sie auf dem Gewissen hat. Ich habe keinen Lin Kuei getötet. Ich habe eure Gespräche belauscht. Du und deine Spezialeinheit, Hunde, ihr wart dabei. Herauszufinden, warum auch von unseren Kameraden so viele verschwinden. Anscheinend haben wir einen gemeinsamen Feind, Sub-Zero. Die Frage ist, helft ihr uns, der Sache auf den Grund zu gehen? Woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Weil ich gerade dabei bin, euch das Leben zu retten. Was? Scorpion. Geht, schnell. Wir sehen uns später wieder. Du hast Sub-Zero entkommen lassen. Jetzt sollst du meinen Zorn spüren. Round one. Fight. Nix da, nix transportieren. Ah, da geht ja auch noch. Den Schlag zum Beispiel gibt es auch noch in DC Universe. Und diesmal meine ich DC Universe. Injustice, das meine ich. Na, Breaker? Oh. Ah, da kontert wieder. Das war eher traurig. Kontert ja zum ersten Mal. Aber den ersten Kampf haben wir schon mal gewonnen. Fight. So. Wow, eine 5er Kombo. Wow. Nochmal ein Breaker, nicht schlecht. Aber den können wir auch. Und nochmal Feuerball. Ah, hat noch nicht ganz geklappt. Was ist das nochmal, ey? Da, das war's aber jetzt. Was ist passiert? Ich fühle mich seltsam. Ich kenne diesen Trick. Mich kannst du nicht täuschen, Shang Tsung. Round one. Fight. Ich will ja nichts sagen. Aber da ist der Shang Tsung, das Flash. Wow. So. Na gut, nicht schlecht. Jetzt reicht es aber langsam. Ah,
Ja, wie ich gesagt habe, es hat langsam gereicht. Ja, da will er sich nicht so gehen. Da will er sich nicht so gehen. Nicht schlecht. Eine 6er Kombo von dem Computer, finde ich auch. Auch nicht schlecht. Na warte. Ich habe bisher noch nicht viel abgezogen. Cutter oder was? Es gibt einen kälteren Kampf, als ich angenommen habe. Das kann doch nicht sein, oder? So. Wind. Flight. Ah, warte, Flash. Du denkst auch, du bist der Clevere, ja? Du bist der zweite Kampf. Ah, warte. Kann doch nicht mehr sein, ey. Gibt doch nicht! Hey! Kann aber. Auf was für eine Schwierigkeitsstufe ist da der bitte schön eingestellt? Frag ich mich echt! Ja, wir wollen fortfahren. Kann doch nicht wahr sein. Das ist der erste. Der zweite Kampf ist das. Nee, oder? Ja, ich glaube, der zweite Kampf. Und der Typ tut mich verprügeln. Kannst du nicht täuschen. Cheng Tsu. Round 1. Ich dachte, man könnte es abbrechen, aber kann man nicht. Hat schon gemerkt, der Wahnsinn. Ja. Na, warte. Na also. Himmel, Herrgott. Fight. Ich denke echt, dass er hier weiterkommt. Nein. Nein. Immerhin, 14%. Und noch ein paar. Jetzt hätte ich beide versteckt gesehen. Da kann er der sein. Ah. Ich glaube, das war es schon was, ne? Ja. Sonderbar. Wäre das Cheng Tsung, hätte er sich wieder zurückverwandelt. Seine Aura fühlt sich seltsam an. Fremd. Ich muss ihn zu den Lehrmeistern bringen. Sie werden sich auf sein Qi einstimmen und herausfinden, woher er kommt. Oh.
brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon.